Die Dreistellung ist sehr wichtig für das kämpferische Bewegen, ne, beim Spanning oder überhaupt bei einer Auseinandersetzung. Wichtig, dass die Muskulatur locker bleibt, ja, also nicht verkrampfen, ja, und vor allem Kopf ausschalten, Körper machen lassen. Ja. Ne, weil immer, wenn man anfängt zu denken, dann ist man verspannt, dann geht da was schief. Ne. Ganz locker. Ja, am besten du fängst, damit du nicht so oft gemacht hast, erstmal so ganz normal, wie jedes Kind, auf Springbeine an und versuchst dann so ein bisschen ganz locker zu werden, zu wechseln auf den Beinen. Ja, man kann dann hier auch vorwärts sich bewegen, rückwärts. Man kann also viel mit den Seilen machen, dass es nicht langweilig wird. Oder auch Sprinten zwischendurch. Ja. Oder auch solche Sachen hier. Ja, die Beine wegwerfen nach vorne. Also es gibt viele Möglichkeiten, es nicht langweilig werden zu lassen. Aber wichtig ist diese Grundbewegung, das. Ne? Ja. Okay. Zumindest ist das schon relativ locker, ne? Auch wenn es erstmal nur diese Anfangsgeschichte ist, die jeder so macht. Aber auch das ist bei vielen sehr verkrampft. Das ist schon mal ganz locker. So ein bisschen. Ja, ja. Genau.